Amelia! Amelia! Unsere Schülerinnen und Schüler sollen lernen, erste Hilfe zu leisten. Hallo! Hallo! Und so haben wir seit 10 Jahren mit Erste-Hilfe-Kursen durchgängig dann angefangen. Unsere Schulsanitäter leiten die Erste-Hilfe-Kurse in den 5. Klassen. Das ist ein selber konzipierter Erste-Hilfe-Kurs. Das haben die ganz alleine gemacht. Nehmen wir jetzt die andere Hand. Wir zeigen den 5. Klassen, wie man Erste-Hilfe leistet und erklären denen zum Beispiel die stabile Seitenlage. Ich war vorher schon bei der Feuerwehr und damit auch als Ersthelfer tätig und habe mich entschieden, bei der Schule auch Sanitäter zu machen, weil ich Erste Hilfe super finde und ich mag, Leuten zu helfen. Ich bin sehr gerne sozial engagiert und ich merke, dass die kleinen Kinder Spaß daran haben, die Erste-Hilfe-Kurse mitzugestalten und daran teilzunehmen. Des Weiteren haben wir in den Jahrgängen von 6 bis 11 durchgängig 2-stündige Reanimationskurse. Wir hatten bisher das Glück, dass wir die Reanimationskurse mit der Herzretterinitiative durchführen konnten. Und ab diesem Schuljahr wollen wir zusätzlich das dann auch so leisten, dass auch Lehrkräfte und auch Schülerinnen und Schüler aus dem Schulsanitätsdienst den Reanimationsunterricht durchführen können. In der 6. Klasse habe ich gelernt, Menschen zu reanimieren. Und ich finde das persönlich sehr gut, weil man so auch, wenn das auf der Straße oder so jetzt passiert, dass da jemand umkippt. Und ja, kann man so einfach dem gut helfen. Ich fühle mich sicherer als vorher, weil ich weiß, dass ich in einer Situation dann auch handeln kann. Wenn da jemand liegen würde, würde ich sein Kinn nach hinten ziehen, damit ich sehen kann, ob er atmet. Wenn er atmet, dann würde ich ihn auf die Seite legen. Wenn er nicht atmet, würde ich eine Herzdruckmassage machen. Wir haben im Februar 2020 zum ersten Mal Reanimationskurse hier durchführen lassen. Und 3 Wochen später ist das dann tatsächlich schon zur Anwendung gekommen. Da haben 3 Schülerinnen aus der damaligen 10. Klasse am Bahnhof Sternschanze einem Mann mutmaßlich das Leben gerettet. Es macht mich unglaublich stolz, dass uns der Lebensretterpreis verliehen wird. Es zeigt uns, dass wir auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und meine Vision ist, dass in 3 Jahren in allen weiterführenden Schulen Hamburgs der Reanimationsunterricht so installiert wird.